Ich habe mit meinem Akustikpanel den riesigen, der normal hinter mir steht, bisschen vors Fenster gestellt, dass er ein bisschen Sonnenlicht abblendet. Abblendet? Abfängt. Whee! Damit ich nicht zu sehr zu Tode geblendet werde. Und mich nicht zu sehr sonne. Wer will denn schon braun werden? Ich bin sowieso ja mit der Geisthautfarbe bedient. Okay, reden wir mal mit jedem hier. Wir fangen wieder mit Reden an. Wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Ein schönes Wasserbett haben alle. Das ist das Wichtigste. Schön bequem leben. Yay. Yeah. Pathfinder. Yeah. Pathfinder. Yeah. Pathfinder. Yeah. Pathfinder. Yeah. Okay, sehr gesprächiger Typ. Oh, die Aussicht ist aber geil, ehrlich gesagt. Wenn ich so eine Aussicht hätte. Ich meine, meine Aussicht ist auch nicht schlecht, aber das schaut schon richtig cool aus. Keine Musik, aber laute Soundeffekte. Warum sind die Mass Effect-Spiele zwischendurch so leise? Dass wirklich nichts im Hintergrund läuft. Anscheinend war das in der Legendary Edition auch ziemlich stark vorhanden. Da ist wieder Musik. Für sie. Interessantes hier. Meins. Naja. Was? Auf ein Wort. Gleich. Ich glaube, ich habe die falsche Mission ausgewählt, oder? Okay. Dann nicht. Dann habe ich die richtige. Jacob. Pathfinder. Jacob Medney, Forschung und Entwicklung. Mein Team richtet sich noch ein, aber wir haben etwas entdeckt, das Sie interessieren könnte. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Entwurf zur Verbesserung Ihrer Panzerung erstellt. Ich lade ihn jetzt hoch. Die nötigen Ressourcen sollten alle auf EOS zu finden sein. Wenn Sie sie beschaffen können, müsste es eigentlich funktionieren. Sind Sie sich sicher, Midney? Oder sind das nur Luftschlösser? Ich habe nicht vor, Ihre Zeit zu verschwenden. Das hier könnte die Grundlage für die Herstellung von Panzerungen für die gesamte Initiative bilden. Also viel Spaß bei der Suche, Pathfinder. Und passen Sie auf sich auf. Oh, viel Spaß bei der Suche. Werde ich vielleicht haben. Sonst noch jemand? Nein, ich habe auf jeden Fall die falsche Quest ausgewählt. Logbuch. Verschollen nach. Das auf Nexus hier. Das war, glaube ich, die richtige. Endlich fester Boden. Und echtes Sonnenlicht beim Aufwachen. Das wird großartig. In einigen Tagen sagen sie das nicht mehr. Die Bohrer fangen um 6 Uhr morgens an. Ja, verdammten Psychopathen. 6 Uhr morgens. Oh, welch wäre es hier, Boss? Wer ruiniert den ganzen Leuten den schlechten Schlaf auf diesen Matten? Ja, der Arzt sagt, es ist nur Nervosität nach der Stase. Vielleicht sind es die Betten. Vielleicht sind es die Betten. Verdammt, 6 Uhr. Den Chef würde ich hier schon gleich mal was vorpredigen. Wenn der wirklich um 6 Uhr die Bohrer startet. Gibt es irgendwas, das er nicht überwacht? Nein. Ich lege ihm bis morgen einen Bericht vor. Alles klar, Cora. Du
Musst du nur mal dein Revier hier markieren. Naja. Wenn dann Bibi kann sich normal verhalten. Cora? Alles okay, Cora? Naja. Ich schätze Scora ist die Glitch-Figur in diesem Spiel. Cora? Mitkommen. Ich glaube, wir haben Cora verloren. Ja, she's gone. Just me and Bibi now. Hallo, Pathfinder. Hallo, Versorgungsoffizier. Hallo, Kim Connor. Vorräte, Handel, Nachschub, was auch immer Sie brauchen. Ich kann es besorgen. Obwohl man munkeln hört, Vetra Nix würde schon dafür sorgen, dass Sie immer gut ausgerüstet sind. Sie kennen Vetra? Ich habe früher während dieser chaotischen Zeit auf der Nexus mit ihr zusammengearbeitet. Aber ich brauche festen Boden unter den Füßen. Und wenn alles gut läuft, wird der Handel auf Eos schon bald blühen. Wie sind Sie hier gelandet, Connor? Ich? Sie sind doch der große Entdecker. Ich fülle nur Anforderungsformulare aus. Ach, kommen Sie. Jeder hier hat doch irgendeine Geschichte zu erzählen. Ich habe meine hinter mir gelassen, obwohl Sie... Wissen Sie was? Fragen Sie mich irgendwann anders nochmal danach. Ich habe ja nicht aufgepasst. Vetra, Etra. Sie und Vetra kennen sich. Wie ist sie wirklich? Ah, Vetra. Sie haben Glück, dass Sie sie haben. Nur wenige haben die Meuterei auf der Nexus mit so viel Anstand überstanden wie Sie. Die Meuterer wollten, dass sie sich ihnen anschließt. Sie hat abgelehnt. Und dennoch gehören viele von ihnen noch immer zu ihren Kontakten und Verbündeten. Wenn Vetra Nix ihnen einen Rat gibt... Sollten Sie ihn beherzigen. Handelt Eos inzwischen mit neuen Partnern? Nein, im Moment nur mit der Nexus. Aber ich habe Abmachungen mit unabhängigen Bergungsgutsammlern und Minenarbeitern getroffen. Und weitere werden folgen. Hat der Außenposten alles, was er braucht? Die Nexus hat uns mit dem Nötigsten ausgestattet, aber das macht noch lange kein Zuhause aus. Es ist meine Aufgabe, auch den Rest zu besorgen. Eine ganze Kaserne voller Soldaten durchfüttern. Das wird bestimmt lustig. Bis bald. Passen Sie auf sich auf und schauen. Oh, Cora hat es rausgeschafft aus ihrer Glitch-Position. Gute Arbeit. Sorry, Expertin. Deswegen haben wir dich im Team. Ryder. Ja. Das ist mein Name. Mein Vornamen werdet. Von dem Piloten gehört. Izzy, du musst aufhören, jedes Gerücht zu glauben, das irgendwo aufkommt. Okay, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn dein Shuttle irgendwann von Weltraumwahlen gefressen wird. Oh, Weltraumwale, natürlich. Ich kenne nur Weltraummammuts. Space Mama. Ah. Händler. N7 Armor, bitte. Pathfinder Helmet. Ach, nehmen wir ihn mit, warum nicht? Irgendwas Interessantes von Waffen? Alle Objekte. Händlerobjekte. Carnifex. Wow. So cool. Du, nein. War da nicht irgendwas Wichtiges? So ruhig wieder. Hört denn keiner Musik in diesem Universum? Vielleicht eher besser, wenn es nicht copyrighted Musik ist. Die Soldatenfrischlinge lassen die Relikte in Ruhe. Die Cats sind alles andere als friedfertig, also können wir es auch nicht sein. Nicht, wenn das Leben von Kolonisten auf dem Spiel steht. Prodromus berichtet, dass ihre Verteidigungssysteme aktiv sind. Oh, was? Okay.
Okay, wo ist der Main Man? Captain Fuchs. Fuchs. Sie haben nicht zufällig eine Treibstoffzelle übrig, oder? Die Quartiermeisterin sagt zwar, wir hätten jede Menge davon, aber das muss sie vermutlich behaupten. Moment mal. Scheiße, Sie sind der Pathfinder. Tut mir leid, niemand hat mir gesagt, dass wir VIP-Besuch kriegen. Einfach nur Ryder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Fawkes, der Chefingenieur von Prodromos. Lassen Sie es mich einfach wissen, falls Sie etwas brauchen. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Was halten Sie von der restlichen Belegschaft des Außenpostens? Sie meinen von Connor zum Beispiel? Sie ist ziemlich lustig, wenn man sie erstmal richtig kennt. Sie sollten allerdings nie mit ihr pokern. Glauben Sie mir. Was denken Sie über Ihr neues Zuhause? Mein erster Eindruck? Wir haben Wasser, einen klaren Himmel, um Solarstrom zu gewinnen, Pflanzen, die wir anbauen können. Die Relikte sind natürlich ein Rätsel, aber Bradley sagt, Sie würden das schon klären. Keine Frage, vor uns liegt einiges an Arbeit. Aber ich denke, EOS wird wirklich etwas ganz Besonderes werden. Warum habe ich eigentlich meinen Helm auf? Was sind Ihre Aufgaben hier? Mein Team bringt alles zum Laufen. Wasser, Energie, Kommunikation, alles, was eine Zivilisation braucht. Naja, außer Gesetzen und einer Verfassung vielleicht. Aber es ist deutlich einfacher, sich um solche Dinge Gedanken zu machen, wenn man eine vernünftige Toilette hat. Wiedersehen, Fox. Ich wünsche Ihnen was. Verdammt, Ryder, nimm den Helm runter. Gameplay. Stufenmissions. Ryders Helm, aus den Gesprächen. Da ist das kein Gespräch. Aus dem Gameplay und Gesprächen. Na, geht doch. Das ist nicht der Hauptmann. Das ist so ruhig hier. So viel Musik habe ich doch gar nicht. Ich sollte mir eine Playlist zurechtlegen für dieses Spiel, die ich zwischendurch einfach im Hintergrund reingeben kann. Oder wirklich so viel nachbearbeiten. Mitten hier. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön Sie zu sehen. Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf EOS wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fawkes, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Ich habe mir die ersten beiden Außenposten angesehen. Diese Leute haben bis zuletzt alles gegeben. Und sie hätten mehr Unterstützung von der Nexus verdient gehabt. Das ist uns allen bewusst und wir werden es auch nie vergessen. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder einzelne von ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von ihnen zu scheitern. Wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen und damit fortfahren, hier etwas aufzubauen. Fortfahren? Wir müssen damit anfangen. Wir müssen wirklich etwas aufbauen, anstatt einfach nur zu überleben. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Morgen. Und kommen Sie irgendwann später wieder, Pathfinder. Dann wird in Prodromos bestimmt mehr... Ja. Die radioaktiven Zonen werden weggehen. Obwohl ich eigentlich Lust habe, hier noch ein bisschen Nebenquests zu machen. Oh, hallo.
Jo, was geht ab? Ah, Pathfinder. Ich habe gehört, wir verdanken Ihnen unseren Atmosphärenwandler, der nebenbei gesagt sämtliche Gesetze der Physik auf den Kopf stellt. Ja, das geht wohl auf meine Kappe. Ich bin Ryder. Hanley Abrams, wissenschaftliche Leiterin auf EOS und Autorin von Abhandlungen, die mit »Was ist nur mit diesem Wetter los?« beginnen. Da wir die militärische Verteidigung priorisieren, können wir diese Frage noch eine ganze Weile stellen. Aber eine neue Galaxie, eine neue Welt und ein echter Neuanfang. Ich muss Schritt halten. Was kann ich für Sie tun? Was halten Sie davon, dass EOS einen Militäraußenposten hat? Ganz ehrlich, nicht viel. Das ist nicht das, wofür die Initiative steht, oder? Wir müssen EOS studieren und die Relikt-Tech verstehen. Aber unser Budget fließt stattdessen in die militärische Forschung. Die militärische Forschung hat euch so viel gebracht mit Station 1 und 2, Anlage 1 und 2. Oh ja, ja. Wir brauchen natürlich keine Verteidigung. Nur wissenschaftlich sollten wir uns weiterbilden. Mit feindlichen Spezies, die uns niedergannen. Was denken Sie über Lieutenant Bradley? Er ist unglaublich entschlossen. Und er glaubt fest daran, dass wir es schaffen werden. Bradley würde diesen Außenposten zur Not auch alleine stemmen, aber wir sorgen schon dafür, dass das nicht nötig sein wird. Die Aktivierung dieses Gewölbes hat den Planeten verändert. Besteht irgendein Grund zur Sorge? Ich glaube nicht. Leider ist unsere Ausrüstung auf anrückende Feinde ausgerüstet, nicht auf die Beobachtung des Himmels. Fakt ist, es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Stürme zurückkehren könnten. Und ich weiß ja, an wen ich mich bei Fragen zur Relikttechnologie wenden kann. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ja, und hier. June. See you, Park. Ah, Pathfinder. Dürfte ich Sie um Ihre Meinung bitten? Ich überlege mir gerade, was wir unterrichten sollten, wenn wir unsere erste Schule eröffnen. Einige Leute sind der Meinung, wir sollten auf die Geschichte der Milchstraße verzichten. Sie ist jetzt offenbar belanglos. So wie ich das sehe, solltest du Squats und Hip Thrusts unterrichten. Diese Geschichte hat uns alle geprägt. Unsere Kinder verdienen es zu erfahren, wie und warum. Das sehe ich auch so. Vielleicht können Sie ja einige zum Umdenken bringen. Auf jeden Fall danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Mehr Squats, nicht vergessen. Alle von euch. Ich auch, natürlich. Habe ich durch genug wandern. Scorer Bibi. Was meint ihr, mehr Squatten? Was haben wir hier noch? Pathfinder, hier drüben. Pathfinder, Verwalter Evan Bell Scott. Ich löse Probleme, damit Sie es nicht tun müssen. Oder vielmehr, damit Bradley es nicht tun muss. Ich habe mich außerdem mit Ihrem CAT-Experten abgestimmt. Er wollte, dass ich Sie daran erinnere, ihn aufzusuchen. Ich hatte Prodromos keinen CAT-Experten zugewiesen. Dann besitzt er eine beeindruckende Eigenmotivation. Hier ist jedenfalls der NAV-Punkt. Genauigkeit ist wichtig. Machen Ihnen die CAT irgendwelche Probleme? Die gesäuberte Atmosphäre kommt nicht nur uns zugute, sondern auch den Bösen. Ein gewisser Anstieg der Feindseligkeiten war also zu erwarten. Wir selbst sind dank der erhöhten Sicherheit durchaus fähig, sie zurückzuschlagen. Der Rest des Planeten ist allerdings eine ganz andere Sache. Ihr Experte ist immer noch da draußen. Er hat vermutlich aktuellere Informationen als ich. Ja, da guck ich ja nach. Wie kamen Sie zur Initiative? Wie so viele war auch ich verloren und suchte nach einem Ziel. Das klingt tiefsinniger, als es sich damals anfühlte. Ich war ein unerträglicher Arsch. Die Ausbildung für die Reise war vermutlich genug, um mich davon zu kurieren. Aber ich habe die Dinge schon immer zu weit getrieben. Ich wusste nie, wie ich verhindere, dass sich die Leute von mir entfremden. Bis ich selbst der Fremde war. Das Alien. Ha, sehen Sie? Ich bin immer noch unerträglich. Und du spazierst ziemlich viel rum. Es klingt, als hätten Sie interessante Verhältnisse zurückgelassen. Ich vermisse meine Familie. Und vielleicht vermisst sie mich auch. Aber deshalb würde ich nicht wieder zurückgehen. Selbst wenn es möglich wäre.
Ich mag, was ich hinter mir gelassen habe. Vor allem, weil ich es hinter mir gelassen habe. Verstehen Sie, was ich meine? Ich weiß genau, wie Sie sich fühlen. Ich konnte es kaum erwarten, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Wie eine Kugel, die den Lauf verlässt. Manchmal muss man einfach gehen. Von welchem Planeten stammen Sie? Dem hellblauen Punkt, der guten alten, langweiligen Erde. Ich vermisse den Geruch nasser Hunde nach der ersten Schneeschmelze. Warum auch immer. Was ist mit Ihnen? Vermissen Sie irgendetwas? Müsste mir sagen, wir haben keine Hunde mitgenommen. Nein. Eigentlich nicht. Dafür gibt es hier zu vieles, das mich fesselt. Das muss schön sein. Reden wir ein andermal weiter, ja? Natürlich. Haben wir jetzt hier jeden? Ich glaube, nach oben kann ich noch hupfen. Juhu! Wow! Noch jemand Wichtiges hier in der Asari? Wie schauen die Face Textures aus? Nee. Ich weiß nicht, warum sie die Asari-Gesichter komischerweise ein bisschen menschlicher gemacht haben, kommt mir vor. Dr. Ramirez. Das ist der letzte hier. Viel zu lesen. Das freut uns alle. Echte Betten. Ryder, das bin ich. Ryder. Ja, ja. August sagte schon, Sie würden vielleicht vorbeischauen. Ryder, nicht wahr? Ich bin Dr. Ramirez. Ich betreibe die Klinik hier auf Eos. Es ist ein viel besseres Leben, als ein Arzt bei der Allianz zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und ich nehme mal an, Sie sind nicht wegen eines Gesundheitschecks hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie ist es, in unserem ersten erfolgreichen Außenposten zu leben? Es erinnert mich an meine Zeit bei der Allianz. Diese Soldaten sehen alle so jung aus, aber sie sind sehr entschlossen. Wir wissen, wir werden es schaffen. Was halten Sie von Bradley? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich war Sanitäter in seinem Trupp, als er verletzt wurde. Und wir sind auch nach seiner Entlassung weiter in Kontakt geblieben. Er ist ein kluger Mann. Ein guter Lieutenant, aber ein noch besserer Bürgermeister. Und es nervt ihn, wenn ich ihn August nenne. Also beschränke ich mich darauf, es, naja, nicht mehr als 2 oder 3 Mal am Tag zu machen. War das Sarkasmus? Wie läuft es in Ihrer Klinik? Relativ ruhig. Ich untersuche die neuen Kolonisten. Und wir hatten ein paar Fälle von Dehydrierung und Sonnenblindheit, aber nichts Ernstes. Sonnenblindheit? Das klingt dir nicht ernst. Wenn du Sonnenbrand gesagt hättest, klar, klar, aber Sonnenblindheit, das kriege ich auch gerade. Wieso haben Sie sich der Andromeda-Initiative angeschlossen? Ich habe früher als Arzt in der Allianz gedient, aber sagen wir einfach, ich habe einen Raubzug batarianischer Sklavenhändler zu viel erlebt. Ich war schon damals mit August, mit Bradley, befreundet. Und als er sich bei der Initiative verpflichtet hat, meinte er, ich solle es mir doch auch überlegen. Es war einfach Zeit für einen Neuanfang. Irgendwie schafft es Cora, in jedes Gespräch reinzukommen. Bibi kommt nie in die Gesprächs-FOVs hinein. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Stehst du auf die Aufmerksamkeit, Cora? Ja, und sie haut ab. Wo ist Bibi hier? Nicht gerade gesprächig zurzeit. Ich schätze, das war's hier. Was haben wir hier drüben? Nichts, nichts. Aber verschlossen. Dann wählen wir mal eine Nebenmission. Logbuch. Helios. Zusätzliche
Das schaut nach radioaktiver Zone aus. Mit Curry und einer ein Leichnam fehlt mir noch. Das ist auch hier drüben. Nee. Das ist anscheinend gar nicht hier. War doch nicht eine Main Quest hier noch? Die Zeit geben. Am Schuss sprechen. Verdammt. Oh, abgeschlossene Mission bräuchte mich nicht interessieren. Okay, probieren wir das. Schauen wir, ob wir dorthin kommen. Wahrscheinlich nicht. Überhaupt da rüber zu rennen zu meinem Nomad ist schon ein ewiger langer Weg. Auf teleportieren können. Das wäre wahrscheinlich besser als zu rennen. Ja. Wie schnell sind wir da oben, wenn wir teleportieren? Das dauert ein bisschen. Okay. Durch den Tunnel durch und dann links halten. Ich schätze mal, dass wir das gar nicht machen können, aber wir schauen trotzdem mal rüber. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja. Wir brauchen nur ein bisschen Rüstung. Ah, ja, jetzt sehe ich schon besser in der Höhle. Hier runterfallen. Ist hier oben nicht die Main Quest? Weil einer ist. Ich nehme an, irgendwann gehen einem die Namen aus. Die Lebenserhaltung ist im kritischen Bereich. Die Systeme versagen, Pathfinder. Da kommen sie! Warte, da kommen wir nicht rein. Der Nomad ist beschädigt! Okay. Ich sehe. Dann machen wir eine Main Quest weiter. Oh. Ja. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Mich hier aufgeholt wieder. Kann ich einfach raus schnell reißen? Ja. Keine kritischen Strahlungswerte registriert.
Lebenserhaltung ist stabil. Sind im Steigflug. Dann zurück zum Nexus. Ladebildschirme. Keine Ladebildschirmmusik, aber... Verdammt, ist das Spiel leise zwischendurch. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drac noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Das ist kein militärisches Schiff, aber Regeln sind notwendig. Erfragen Sie künftig vorher das Protokoll. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Ket angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Sollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe, den Blick nach vorne. Genau. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Helios hat uns überrascht. Weil es neu für uns war. Für uns alle. Also sollten wir rausfinden, welche Regeln hier gelten und versuchen, uns daran zu halten. Klingt gut. Wenn ich eines wirklich gut kann, dann ist es mir, Regeln auszudenken. Von Regeln ausdenken war nicht die Rede. Können wir bitte die Anarchie auf ein Minimum beschränken? Okay. Zurück auf die Nexus. PB, Drac, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Und dann Anführerfähigkeiten musst du noch ein bisschen arbeiten. Wir machen noch einen Commander Shepard aus dir, Ryder. Im nächsten Spiel. Ein Bericht von der Nexus. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Bradley wird mehr Hilfe bekommen, als er verkraften kann. Ja, sie müssten schon bald mit der Aussaat beginnen können. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Unter dieser Uniform verbirgt sich also ein Herz so zart wie Rosenblüten. Darunter verbirgt sich vieles, mein Freund. Hat denn der große, böse Pathfinder auch eine Schwäche? Wenn, dann nur für jemand ganz Besonderen. Gut zu wissen. Wir alle suchen nach etwas Besonderem. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder, genauer gesagt, von meiner Mentorin Nisira fortgeschickt wurde. Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Wow, sie haben Seite an Seite gekämpft und dann lässt sie einfach fallen? Es hat wehgetan, als hätte sie mich einfach aus dem Nest geworfen. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnenniveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich hab nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Was an dieser Vision hat sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen?
Eine Zivilisation, in der jeder einen Platz hat, sogar KIs. Oder eine übermäßig starke menschliche Biotikerin. Ihr Vater hat gesagt, anders sein ist okay. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie willkommen sind und dafür sorgen, dass das bei anderen auch so ist. Ich konnte mit 13 schon Stahlträger verbiegen. Durch ihn habe ich mich gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist okay. Er gab Ihnen einen Traum, auf den Sie hinarbeiten konnten. Darin war er wirklich gut. Wer will nicht irgendwo dazugehören? Vor allem zu so etwas wie der Initiative. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten. Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nysera, Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Das ist schlimm, aber es ist nun mal passiert. Sie müssen sich jetzt voll auf die Mission konzentrieren. Das tue ich immer. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich brauche Zeit, um damit fertig zu werden. Und wenn diese Relikt-Technologie hält, was sie verspricht, bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Ja, Cora trauert anscheinend mehr um meinen Vater als ich. Ja, immer ein leichtes Piepsen im Hintergrund, was anscheinend zum Spiel dazu gehört. Das ist anscheinend die Musikalternative, Lexi. Kann ich Ihnen helfen? Wie schlägt sich die Crew Ihrer Ansicht nach? Ich erzähle Ihnen gerne, was ich denke, solange ich damit nicht meine ärztliche Schweigepflicht verletze. Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne Sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Geht es Phoebe gut? Sie geht mir aus dem Weg, als würde ich ihr jedes Mal, wenn sie mir zu nahe kommt, eine Spritze verpassen. Um ehrlich zu sein, machen Sie das ja auch. Zumindest bei mir. Aber doch nicht auf dem Gang. Erzählen Sie mir etwas über Vetra. Vetra ist es gewohnt, dass jemand von ihr abhängig ist. Ich denke, das ist auch der Grund für ihren Einfallsreichtum und den Drang, sich um andere zu kümmern. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sie sollte sich ein wenig mehr Zeit für sich selbst nehmen. Wie geht's unserem Salarianer? Er ist ein ziemliches Klatschmaul. Aber äußerst verschlossen, was ihn selbst angeht. Geht es Drag gut? Dem alten Mistkerl geht's immer gut. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so stur und gleichzeitig so dankbar sein kann. Könnten Sie bitte auf ihn aufpassen, Ryder? Keine Sorge, Lexi. Ich werde ihn im Auge behalten. Danke. Und es wäre vielleicht besser, wenn Sie nicht erwähnen, dass ich Sie darum gebeten habe. Danke für Ihre Offenheit. Wie kamen Sie zur Medizin? Meine Mutter war Tänzerin auf Omega und mein Vater war Türsteher. Ich habe ihn immer zusammengeflickt, wenn er mal wieder eine anstrengende Nacht hatte. Dabei ist ihm aufgefallen, wie ruhig meine Hände waren. Sie steckten jeden Credit, den sie verdient haben, in meine Ausbildung. Sind Sie auch hier in Helios? Nein, sie sind beide bei einem Revierkampf ums Leben gekommen. Das hat es mir leichter gemacht, die Milchstraße hinter mir zu lassen. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. So, ich kann hier wahrscheinlich eine Stunde weiterreden. Und dann eine Stunde weiter auf der Nexus reden. Na, was ich auch wahrscheinlich tun werde. Ich rede mit dem ganzen Team mal. Und dann in der nächsten Folge. Ich habe gehört, dieser Witzbold hat Sie auch beim Pokern geschlagen. Wo haben Sie das gehört? Ein kleiner Brody hat's ihr gezwitschert. Ein schadenfroher Brody. Es war knapp. Sie haben besser gespielt als Drag. Aber das heißt nicht viel. Vorsicht. Vergessen Sie ihn. Wir sollten alle zusammen spielen, um zu trainieren. Und dann machen wir ihn fertig. Das ist gut. Hey, Costa, sind Sie dabei? Nein, danke. Ich brauche meine Creds. Und meine Klamotten. Und beide Nieren. Ja. Ich bin auch nicht dabei, sorry. Sie schon wieder. Wollen Sie noch mehr über die Blockhütte aus meiner Kindheit erfahren? Sie hatten erwähnt, dass Sie nicht allein nach Andromeda gekommen sind? Ihnen entgeht auch gar nichts.
Ich schätze, deshalb sind sie vermutlich der Pathfinder. Sie war nur eine Freundin und jetzt ist sie nicht mal mehr das. Es ist besser, sich ohne Einschränkungen oder Bindungen ins Unbekannte zu stürzen. Meinen Sie nicht auch? Auf jeden Fall. Eine gewisse Unabhängigkeit kann durchaus hilfreich sein. Ganz genau. Ich will nicht, dass mich irgendetwas zurückhält. Warum interessieren Sie sich so für die Relikte? Soll das ein Witz sein? Sie sind der Beweis für eine hochentwickelte Spezies, über die niemand etwas weiß. Faszinierender geht's doch gar nicht. Es gibt so viel zu entdecken und ich will die Erste sein, die hinter ihre Geheimnisse kommt. Außerdem ist ihre Technologie auf einem ganz anderen Niveau. Wer weiß, welche Fortschritte wir machen könnten, wenn wir sie nur richtig einsetzen. Wie war Ihre Zeit auf der Nexus? Naja, zunächst mal wurde ich früher aufgetaut als geplant. Diese Ex-Freundin, die ich erwähnt hatte, meine Komplizin, hat es so gedeichselt. Anschließend habe ich irgendwie außerhalb des Systems gelebt. Ich bin rumgeschlichen und habe Leute bequatscht, mich auf Exkursionen mitzunehmen. Nachdem ich dann meine erste Reliktruine entdeckt hatte, habe ich angefangen, mir Shuttles, auszuleihen. Danach habe ich nicht mehr sonderlich viel Zeit auf der Nexus verbracht. Ich habe sogar den Großteil der Revolte verpasst. Was ist nötig, damit Sie mit jemandem flirten? Nicht viel. Aber es spornt mich zusätzlich an, wenn mein Gegenüber auf mich reagiert. Seien Sie also einfach Sie selbst, dann kommen die Flirts ganz von allein. Okay. Wollen Sie warum nicht verraten, woran Sie gerade arbeiten? Nein, will ich nicht. Nächste Frage. Also, was halten Sie von unserem Team? Es ist ein interessanter Haufen. Bei Vetra habe ich ein echt gutes Gefühl. Sie ist nicht die typische, militärisch denkende Turianerin. Liam scheint ziemlich aufgeweckt zu sein. Ich glaube, er wird mich noch überraschen. Drake ist, naja, alt. Ich frage mich, ob er noch was Neues dazu lernen kann. Was ist mit... Gil ist kompliziert. Ich werde aus ihm noch nicht ganz schlau. Callow und Suvi wirken fleißig. Ich hoffe aber, sie kennen nicht nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wer fehlt noch? Naja, da wären noch... Ach ja, richtig, Cora. Erzählen Sie mal, ist sie wirklich so steif und korrekt, wie sie rüberkommt? Oh, darf ich jetzt etwas sagen? Tut mir leid, ja. Ich sollte lernen, mich ein wenig zu bremsen. Sie werden vielleicht feststellen, dass die Leute Ihnen gegenüber offener sind, wenn Sie ihnen die Chance dazu geben. Und das gilt auch für Cora. Danke, das ist ein wirklich guter Rat. Fehlt noch Lexi, unsere Ärztin. Sie ist eine Asari. Oh, zu ihr komme ich wann anders. Aber alles in allem scheint es eine vernünftige Truppe zu sein. Okay, Sie sind erlöst, Phoebe. Viel Glück mit Ihrem Projekt. Danke, und schauen Sie mal wieder vorbei. Du wirst mich doch nicht mit Liam verwechseln, oder? Ich weiß, wir Menschen schauen alle gleich aus. Überhaupt Liam, das Copycat. Schau ihn dir an, wie er nur meine... ganzen Style fast kopiert, wenn er jetzt noch sich noch so einen Pullover holt. Dann wird er sich gleich mal als Captain hier ausgeben. Prodromos. Prodromos. Klingt gut, oder? Wir haben angefangen, Pathfinder. Ein neues Leben. Das ist großartig, verdammt. Prometheus klingt besser. Sagen Sie, wie mache ich mich in meinem Job? Ich diene der Initiative. Sie sind der Pathfinder. So einfach ist das. Reden wir später weiter. Alles klar. Warum fragst du jemand, der dir untersteht im Rang, ob du deine Arbeit gut machst? Verdammt, Liam. Ryder. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Gibt es, abgesehen von Sid, noch jemanden in Ihrem Leben? Nein, es gibt nur Sid und mich. Es gab immer nur uns beide. Ich meinte, ob es vielleicht jemand Besonderen gibt. Jemand Besonderen? Oh, Sie meinen wie... Oh. Nein, gibt es nicht. Wer hat für sowas schon Zeit? Wie sieht's bei Ihnen aus? Wie Sie sagten, wer hat für sowas schon Zeit? Naja, irgendwann wird es auch wieder ruhiger werden. Hoffentlich. Wenn nicht, sind wir nämlich tot. Oh, wie auch immer. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten.
Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Alle Single. Selbst Drax. Oh, fetter Leck. Wo ist der alte Krogianer? Ist irgendwann mal in Crew Quarters? Nope. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Willkommen auf der Tempest. Ärger ist unser Geschäft. Mir gefällt, wie Sie denken, Kleiner. Irgendwo ist mal jemand zusammengezuckt, als ich das gesagt habe. Vermutlich Tan. Verdammte Politiker. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Die Vorräte sind überall knapp. Das gilt auch für die Nexus. Sie denken, das sei dasselbe wie im Exil zu sein? Das Leben außerhalb der Nexus ist nicht gerade einfach. Warum haben Sie sie dann verlassen? Weil es unmöglich war, weiter dort zu bleiben. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Mit den Kroganern wäre auf der Nexus vieles anders gelaufen. Wenn wir unter diesen Umständen geblieben wären, hätte das nur zu einer weiteren Meuterei geführt. Hier draußen haben wir viel bessere Chancen, etwas Ordentliches hinzukriegen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Das war alles. Rainer, kennen Sie Spender? Aus der Kolonialverwaltung? Diesen Arsch, der sich jetzt stellvertretender Direktor schimpft. Keine Ahnung, wieso Edison ihn nicht längst gefeuert hat. Spender hat während des Aufstands die Kroganer verarscht. Und da hat er es schon immer auf Cash abgesehen. Er hat irgendetwas vor. Ich kann es nur nicht beweisen. Wir sollten ihm auf der Nexus einen Besuch abstatten. Hat Lexi Sie schon über Sam und seine Verbindung zu den Mitgliedern des Teams informiert? Ja. Wenn Sie das Ding in meine Com-Einheit einklinken wollen, okay. Aber dann ist auch Schluss. Sich eine KI in den Kopf zu pflanzen und ihr einfach so Zugang zu allem zu gewähren, das schreit doch nach Ärger. Sam ist Teil dessen, was jemanden zum Pathfinder macht. Damit müssen Sie einfach klarkommen. Kein Problem. Solange er nicht in meinem Kopf ist und nicht an meinem Körper rumfuscht. Wie ist es so, Cash als Enkelin zu haben? Cash ist meine Rushan, Kind meines Blutes. Ich habe sie großgezogen. Und ich bin verflucht stolz auf sie. Sie hat sich gut entwickelt, selbst mit einem Großvater wie mir. Ich bin immer noch dabei, sie kennenzulernen. Es gibt keine zweite Kroganerin wie meine Rushan. Sie ist es wert, dass man sie näher kennenlernt. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitschek am Arsch? Irgendwelche Tipps über die Cat oder den Kampf im Allgemeinen? Tja, mal sehen. Normale Cats sind ziemlich simpel gestrickt. Sie müssen nur hart genug zuschlagen, dann sterben sie wie alles andere auch. Was für ein guter Tipp. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Pirsche sind heimtückische kleine Bastarde. Sie lieben es, genau dann hinter einem aufzutauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. Halten Sie einfach die Ohren offen, wenn Sie es mit Ihnen zu tun haben. Sie verraten sich häufig kurz vor dem Angriff durch ein Geräusch. Um sie zu erledigen, müssen Sie erstmal Ihre Kopfpanzer durchbrechen. Anschließend sollte Ihnen ein Kopfschuss den Rest geben.
Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Berufene sind ziemlich nervig. Sie sind schnell und erzeugen irgendeinen komischen Nebel, der sie und ihre Freunde verbirgt. Sobald man einen Berufenen erledigt, verschwindet auch der Nebel. Sie sollten sie also möglichst schnell ausschalten. Wenn Sie mich fragen, sind Sie die perfekten Ziele für Granaten. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Mit den Cat stimmt irgendwas nicht. Diese gnadenlose Verbissenheit. Oh, das reicht. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Hey, eine Sache noch. Ja? Ich mag's nicht, wenn man mich kleiner nennt. Okay, ich werde versuchen, es zu lassen. Ich kann aber nicht versprechen, dass es mir nicht doch mal rausrutscht. Okay, Kleiner. Wenn du das sagst, dann sind wir hier fertig und genießen noch die Aussicht. Ah, schaut cool aus eigentlich. Jo, Episode over. Tschüss.